Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So, erstmal hier starten. Ich weiß gar nicht, wie viel müssen wir überhaupt noch fahren? Ist ja jetzt schon die vierte Folge. Schaffen wir es in der Zeit überhaupt oder müssen wir die letzten Folgen noch rasen? Ja, wollen wir denn schon noch. Ja, doch, wir sind doch schon relativ nah dran. So viel kommt nicht mehr. Okay. Ich schaffe es ja doch noch. Das dauert echt länger als gedacht. Oh, wow, aber wir verdienen 300.000. Also, nice. Übrigens, A Murder in My Mind war von Court Hell. Habe ich vorige Folge vergessen zu sagen. Ja, also, wer da auf YouTube suchen möchte, hammergeiles Lied. Mir fällt gerade nicht mehr ein, wie der Genre heißt. Ready to roll. Ist kein Dubstep. Ach, Funk, glaube ich. Funk war das. Ja. Hammergeiler Track. Muss man kennen. Mindestens als Funk-Liebhaber. Ich glaube mal, als Funk-Liebhaber kennt man das Lied automatisch. So, das ist eine Abhängigkeit davon, ne? Wenn du jetzt so über Apt sagst, okay, sudo apt install Funk, dann hast du automatisch als Abhängigkeit Cortel Murder My Mind mit drinne. So, ist völlig automatisiert. Aber wenn man nicht so unbedingt in der Funk-Szene drinne ist, kann ich euch das Lied trotzdem ans Herz legen. Es ist einfach sehr, sehr geil. Warum fahre ich jetzt Zeit hier auf der Punch-Spur? Oder auf der, was auch immer das für eine Spur ist. War ja keine Punch-Spur, das war ja gar keine Spur. Das war ja off-limits. Warum fahren die alle nur 55? Warum beschleunigen wir nicht mehr? Ja, doch, aber ganz langsam. Ey, der LKW neben mir beschleunigt genauso schnell wie ich gerade. Ich meine, ich war gerade ein bisschen schneller. Das lag aber auch daran, dass ich in der Linkskurve links war. Ergo, weniger Weg habe. Ist der jetzt auf gerade Strecke bin ich wieder fast genauso schnell wie er. LOL. That's funny. Oh ne, jetzt wollte er mich. Oder? Alter, das ist gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier, ey. Holy shit. Oh, jetzt, Alter. Jetzt hat er aber gerade Nitro reingemacht. Digga. Oder der hat gerade einen Gang gewechselt und hat eine 2 Meter Schwungscheibe vorne drin. Dann kann er auch so abgehen. Aber sonst nicht. Alter, geht hier gerade bergauf. Holy shit. Ach, und übrigens, ich habe mir überlegt, vielleicht. Ich habe ja noch mehr als eine Woche Zeit. Obwohl auch eine Woche knapp. Weiß ich gar nicht. Egal. Auf jeden Fall werde ich vielleicht sogar nach der nächsten Folge. Nee, jetzt bin ich verwirrt. Das ist ja jetzt die vorletzte, ne? Also auf jeden Fall kommen jetzt noch 2 Folgen ATS nach der, glaube. Und danach werde ich entweder ein bisschen Special-Folgen Mindtest hochladen. Ah, Vlogs von mir mit administrativen Tätigkeiten auf nicht meinen Servern. Also auf einem Server, den ich zwar hoste, wo ich aber nicht der, also wo ich halt für jemanden anderes hoste, wo ich dann quasi bloß, wo ich aktuell bloß Moderator bin. Was mir völlig ausreicht, so. Oder aber, und jetzt kommt's, ich werde vielleicht sogar Alaskan Road Truckers mal spielen. Nicht, weil ich das Spiel schön finde, sondern ganz im Gegenteil. Um euch mal zu zeigen, dass ich in der vorletzten Folge nicht bloß gerantet habe, sondern dass das Spiel wirklich eine Vollkatastrophe ist. Also um es euch halt mal zu zeigen, wie Katastrophe das da eigentlich ist.
Was ist da vorne schon wieder los hier, Alter? Der steht da einfach rum und macht nichts. Ja, gute Fahrt, hä? Hätte mir mal eine Minute früher wünschen sollen. Ja, wie gesagt, also ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ich werde wahrscheinlich erst die Mindtest-Folgen, also der erste Vlog hochladen. Ich werde zumindest auf jeden Fall zuerst aufnehmen, so. Weil die Folgen werde ich schon heute aufnehmen, wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob ich sie auch zuerst veröffentliche. Oder ob ich nicht doch erst Alaskan World Trucker veröffentliche. Und die Mindtest-Folge erstmal noch ein bisschen zurückhalte. Muss ich mal gucken. Ob ich überhaupt Vlogs mache? I don't know. Oh, da vorne müssen wir runter. Ich wollte gerade schon überholen, aber bringt nichts. Wenn ich da auch runter muss. Wie schön ich aber gerade weggerutscht bin, Alter. Immer wieder geil. Das Problem des LKW-Fahrer ist ja bei diesen Stoppschildern. Also wenn er stehen würde, weiß nicht, mit Schrittgeschwindigkeit langfahren, okay, wäre geil. Aber dann hast du schön viel Zeit, links und rechts zu gucken, ob die Straße wirklich frei ist. Und wenn frei ist... Achso, da hat gerade der wollte losfahren. Weil er stand doch gerade und hat gerade angefahren. Was ist mit dem los? Was? Genau, wenn du mit Schrittgeschwindigkeit fahren würdest, ja, könntest du da schön langsam ranfahren, gucken links, rechts, aha, da kommt jemand, also auf die Bremse stehst du. Oder aber es kommt keiner und, aha, gut, kann ich wieder beschleunigen. Sehr geil. Aber wenn du halt an so Stoppschildern stehen bleiben musst und jetzt ne, so einen Auflieger hast wie ich hier und dann ein bisschen schwerere Last, so 50 Tonnen oder sowas, naja, wenn du da erstmal stehst, dann musst du erstmal wieder aus dem Puschen kommen. Ja, du musst überhaupt erstmal wieder anfahren. Und alleine bis dahin ist dann lockerer TUV-Auto wieder aufgetaucht. Deswegen, klar, für Autos macht das natürlich Sinn, weil Autos, wenn sie stehen und sehen, da kommt keiner, die können halt so schnell losfahren, so kein Problem. Aber gerade als LKW da komplett stehen bleiben zu müssen, nur damit er dann wieder langsam, aber stetig deine 3 mph erreichst, schwierig. Damit hältst du eher den Verkehr auf, als dass du dafür Sicherheit sorgst. Weil das Schöne halt bei so einem LKW ist, dadurch, dass halt alle Räder bremsen, kannst du halt wirklich sagen, okay, mit Schritten, also hier mit, weiß nicht, 3 mph oder sowas oder 5 mph ranfahren. Und wenn du siehst, da kommt jemand, dann kannst du immer noch auf die Bremse treten und von 5 mph zum Stand zu kommen, ist halt sofort instant, ja? Wenn du mit 5 mph rollst und dann auf die Bremse tretest, dann stehst du halt direkt. Das heißt, da hast du kein Sicherheitsrisiko in dem Moment. Aber andererseits, aus dem Stand dann erstmal wieder zu beschleunigen, da brauchst du halt so lange, dass bis dahin definitiv wieder, wie gesagt, ein Auto kam und du das dann damit auffällst. Aber was ist hier eigentlich schon wieder los, einmal? Heute hier ist 70 erlaubt. Meine Fresse, das ist ein Kindergeburtstag, ja. Ich weiß, in Amerika gibt es kein Rechtsfahrgebot, glaube. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht aus dem Puschen kommst, dann mach die Straße frei, ha? Wenn er eh nicht schneller ist als die Leute rechts neben ihm, dann ordne dich halt rechts ein. Gut, ich fahre hier gerade sowieso viel zu schnell, merke ich gerade. Und ich verlasse meine Spur. Was kommt heute für gute Musik die ganze Zeit? Ich kann doch nicht andere lauter machen, weil geile Lieder kommen.
Auch hier die ganzen Schatten überall mit den Wolken und so. Super geil gemacht. Also, wie ist denn der Dörfflieger da vorne? Der zuckt schon wieder. So. Bam. Bam. Irgendwie voll witzig. Oh mein Gott, Alter. Ich wechsle gleich die Spur. Leider ist die Spur so voll, ich komme da gar nicht drauf. Oh Herr im Himmel, erlöse mich bitte. Kannst du ja nicht mehr angucken hier. But it's alright. Was hupen die da schon wieder? Hupen die hinter mir oder vor mir? Was ist da los? Ich sehe nichts. Ey Leute, ich steige gleich aus. Aber kann es sein, dass vorne bereits grün ist? Ja eben, die war gerade grün, kann das sein? Was ist hier gerade los? Ich bin mal gespannt. Also wenn auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Schwarze da gerade ankommt. Ah ne, okay, doch. Jetzt fahren wir los. War nur eine sehr lange Rotphase. Gut, der andere lässt mich vor zum Glück. Und los, verpiss dich hier, ich will rüber. Dankeschön. Ja, nice. Denn der links neben mir hier, der Schwarze mit seiner Power. Der hat alles andere als Power. Der ist mir einfach zu langsam. Ich bin ja schon wieder müde. What the fuck, dude? Holy shit. Haben wir nicht gerade erst gepennt? Gefühlt ja. Ich wollte gar nicht blinken. Oh, Mädel. Okay, sorry. Aber der Weiße links neben mir, der war mir gerade einfach zu blöd. Was? Er fährt nicht, also er beschleunigt nicht. Dann bremse ich, dann bremst der Junge auch. Der läuft jetzt halt neben mir. Wollte er sich gerade meine Räder angucken oder was? Das war, ist doch nicht wahr.
So, wir wissen jetzt bald, wenn wir irgendwo pennen können. Ich werde mal kurz hier rauffahren. Natürlich ist hier eine Alpha-Wand. Natürlich ist da eine Alpha-Wand. Warum auch nicht? So, why? Why are you doing this to me? War ich nicht immer lieb? Hä? Womit hab ich das verdient? Oh, blockier ich halt die Straße. Wenn jetzt das Spiel nicht anders will. Da rein wirklich. So, wo können wir am besten, am dümmsten Schiller? Ach doch, hier ist ja direkt auf der Straße. Ah, okay. Ja, gut, okay. Ich glaube, da machen wir gleich da, weil ich glaube, tanken müssen wir auch bald. Ja, nee. Was war das gerade? Nee, tanken müssen wir doch noch nicht. Haben wir noch halb voll. Aber wir können gleich mal hier ein bisschen was zurückzahlen. So, haben wir wieder viel Geld. Ich weiß, das für ein Lied, Alter. Oh, neue Spezialaufträge. Schon wieder? Achso, weil neu dazugekommen sind. Mit dem neuen DLC. Oh. Immer diese Alpha-Wände. Leute, ey. Liegt jetzt mal praktisch da. Also sieht es so aus, als wenn man da parken könnte. So viel Tankaufflieger. Die machen immer so schön Bumm. So, wollen wir mal hier abbiegen? Hey, halt, stopp, ich bin nicht. Ich hätte nichts abbiegen müssen. Ups, da bin ich einmal zu früh abgebogen. Verdammt. Na, kann man hier. Hab ich überhaupt Platz zum Wenden irgendwo? Sieht nicht wirklich so aus, ne? Muss reichen. Ja, doch, sieht gut aus. Doch, das passt. Klar, wir radieren gerade ein bisschen, aber ey, was sein muss, muss sein. Kann ich auch nichts für. Eigentlich schon. Jetzt wieder alleine, Junge. Was machen die hier? In meine Spur. Wow. Wieder 30.000. Easy. Oh, ist das ein Tesla? Ja, so. Ja. Da hat ein Tesla. Immer so ungewohnt, bunte Teslas zu sehen. Bei uns in der Straße. Also. Wir haben hier bei uns in der Gegend ja auch ein paar Teslas. Und wir fahren viel zu schnell. Und ich bin halt weiße Teslas gewohnt. So, Tesla ist halt weiß. Aber der bei uns hier in der Einstraße, der hat jetzt auch seinen Tesla vor kurzem umlackiert. Der ist jetzt orange. Ich meine, sieht geil aus, keine Frage. Aber war halt schon ungewohnt. So. Und der hat hier natürlich Intelligenzbestie genau auf der Straße, auf dem Bahnübergang. Wobei es auch dumm ist, dass man da vorne nochmal stehen bleiben muss. Habe ich nicht gesagt letztens, wie dumm diese Stoppschilder sind? Ist doch. Und in Bewegung kommt, ist die Straße wieder belegt hier. Ist doch kacke, Alter. Ja, aber scheiße hier alleine. Ja, und deswegen jetzt gerade hier auch der blaue Tesla.
ist halt immer noch irgendwie, ich weiß nicht, für mich dadurch, dass Teslas halt normalerweise halt weiß sind, ist es immer ungewohnt, bunte Tesla zu sehen. Egal welche Farbe. Wobei auch Tesla eins der ersten oder eins der wenigen Fahrzeuge ist, die tatsächlich schwarz hässlich aussehen. Also ich finde, schwarz passt einfach gar nicht. Einfach so von der Bauform her, dadurch, dass wir so extrem abgerundet sind und auch so extrem luftschnittig gebaut sind und auch unten relativ flach auf der Straße aufliegen, also einen relativ tiefen Schnitt haben und sowas alles. Aber das wirkt irgendwie alles nicht, wenn das Fahrzeug dunkel ist. Ich weiß nicht. Irgendwie fehlen da diese markanten Kanten. Ja, normalerweise hast du ja gerade bei Sportwagen, hast du ja extrem harte luftschnittige Schnitte. Wow, da blitzt einfach mal Zucker auf. Lol. Und das merkst du dann halt auch. Und das sieht dann halt auch gerade mit Schwarz. Ich kann ja die. Ach doch, Kante. Halt sehr geil aus. Weil du halt trotz dieser dunklen Grundfarbe dadurch sehr gute Akzente hast. Boah, ist das dunkel gerade. Holy shit, boy. Alter, das ist ja gar nichts. Hä, wie sagt ihr keinen Scheiß? Ja. Da, dieser Lichtschein. Die haben doch normalerweise auch Autos. Bin ich gerade dumm? Grafik. Scheinwerfer des Verkehrs ist doch an. Wieso hatte der gerade kein Scheinwerferkegel gehabt? Das sah gerade mal richtig strange aus. Hier, dieser Scheinwerferschein. Hatte der gerade gar nicht. Jetzt kommt natürlich, auch gerade ein anderes Auto. Auch sehr geil. Ah doch, da kommt ein anderes Auto. Ach, guck mal, der hat Schein. Doch, die haben. Okay. Da, ich dachte gerade, weil ich selber meine Lichter nicht an hatte, vielleicht deswegen irgendwie Programmierfehler oder so. Aber der hatte gerade einen Lichtschein. Der auch wieder. Ich mach mal kurz mein Motor aus. Guck mal, siehst du. Tropfenlichtschein. Dann scheint also tatsächlich das Auto, was gerade da war, oder der LKW, der da gerade lang gefahren ist, einen Bug zu haben. Aber guck mal hier. Normalerweise haben sie einen Lichtschein. Sehr suspekt. Was? Mist. Aber doch ein bisschen zu eng die Kurve. 6% Schade. Oh, wow. Alter, was ist mit der Laterne los? Digga! Hä? Ach so, wie in dem komischen Textur-Dings da. Sah gerade beim Einschalten sehr komisch aus. Erst hat sie nur ein bisschen geleuchtet, dann hat sie gerade nach unten geleuchtet. Und erst später kam dann dieser zur Seite Lichtschein. Das war ja gerade sehr strange. Was ist denn gerade mit dem Spiel? Ich glaube, das Spiel ist gerade kaputt, kann das sein? Irgendwie passieren seltsame Sachen. Oh, hier, Fahrt auf Sicht. Fahrt auf Sicht kann ich gut. Denn, wenn ich mit 60 durch eine 30er-Zone fahre, sieht mich eh keiner. Ergo habe ich Vorfahrt. So, wir sollen nur noch bald mal irgendwo tanken. Ich mach kurz hier ein bisschen so, damit man ein bisschen auf YouTube ein bisschen mehr sieht. Wobei, so viel Unterschied macht es auch nicht. Außer, dass man die Schilder nicht mehr lesen kann. Was will ich gerade sagen? Genau. Nee, was soll ich gerade sagen? Genau, doch, tanken. Müssen wir noch mal bald. Darf ich nicht vergessen. Ah, der Sprit. Ich meine, 3/8 habe ich noch. Von daher.
Schon wieder City, ey. Oh Mann, da pennst du ja ein. Apropos einpennen. Ja, ich sollte vielleicht einfach mal hier. Bis zur nächsten Folge und dann, bis dann.